Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Gleich zu Beginn des Monats habt ihr super tolle Flirtsterne. Internet-Dating oder Dating-Apps können jetzt wirklich gute Leute in euer Leben bringen. Wenn ihr schon einen Flirt am Laufen habt oder mit einem festen Partner glücklich seid, wird es reichlich Gelegenheit für prickelnde Erotik und Spaß zu zweit geben. Im Laufe des Monats rücken aber auch Familienbeziehungen in den Vordergrund. Bevor wir jetzt einsteigen, noch den Hinweis, dass es auch diesmal wieder was zu verlosen gibt. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Schauen wir jetzt in euren Erlebnishintergrund, wie die langfristigen Planeten für euch stehen. Und die stehen ja überwiegend gut für die Wassermanngeborenen. Zunächst mal das Trigon zu Jupiter. Trigon halt immer ein super schöner Aspekt. Der steht hier sehr günstig für euch im 9. Haus, macht einen guten Aspekt hier zur Wassermannsonne und erfreut euch mit tollen Plänen, großartigen Ideen für die Zukunft und eben auch der Möglichkeit zu verreisen oder durch Fortbildungen voranzukommen. Der steht da ja noch bis September. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, solltet ihr wirklich überlegen, wo möchte ich dieses Jahr noch hinreisen oder eben wo möchte ich mich noch fortbilden, wo möchte ich meinen Horizont noch erweitern. Solange Jupiter da noch steht, ist das eben einfach super für euch. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die Geborenen vom 31. Januar bis 4. Februar. Dann haben wir auch den grummeligen Saturn im günstigen Aspekt zur Wassermannsonne, nämlich einen Sextilaspekt hier aus eurem Haus der Freunde. Und gut, Saturn ist halt selbst bei einem guten Aspekt immer so ein bisschen anstrengend oder oberlehrerhaft. Ja, es kann also sein, vielleicht auch, dass einer eurer Freunde euch mal beiseite nimmt und mal ein ernstes Wort mit euch redet, aber sowas würde euch dann weiterbringen. Das ist dann wirklich gut gemeint. Es kann auch sein, dass ihr in der Rolle seid, dass ihr vielleicht eine Freundschaft mal prüfen wollt oder eben einem Kumpel mal was zu sagen habt. Dann macht das ruhig, denn das hilft euch beiden weiter. Und es kann auch gut sein, dass ihr Unterstützung erfahrt. Bei Saturn, wie gesagt, meistens mit einer Aufgabe noch verbunden, aber trotzdem ist das eine gute Sache. Und das spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 10. bis 16. Februar. Dann haben wir die Opposition zum Mondknoten. Das ist natürlich ganz toll. Der Mondknoten ist ja jetzt im Löwen und damit in eurem Partnerhaus. Das ist ein Traum für alle diejenigen von euch, die noch keinen Partner gefunden haben, denn da steigt jetzt wirklich das Potenzial, einen Seelenpartner zu finden. Und der steht ja jetzt ganz Ende Löwe, weil er eben von der Jungfrau in den Löwen läuft und beglückt deswegen in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 12. bis 18. Februar Geburtstag haben. Dann haben wir noch das Sextil zu Uranus. Sextil auch wieder guter Aspekt. Uranus steht hier sehr schön für euch in eurem 3. Haus. Also ihr seid inspiriert, ihr habt Esprit, alle hören euch zu, ihr wirkt interessant und prickelnd. Und schöner Aspekt gleich zu Beginn des Monats auch mit der Venus dabei. Deswegen super günstig für Internetbekanntschaften, weil Uranus ist auch das Internet. Sucht ruhig im Internet. Also wenn jemand eine Chance hat, da nette Leute zu finden oder auch auf eine lockere Weise da einzusteigen, dann ihr. Nochmal der Hinweis, dass ich höchstpersönlich einen sehr netten Wassermann-Mann kenne, der über so ein Flirt- und Erotikportal eigentlich eine ganz tolle Frau kennengelernt hat und dann erst wollte er gar nicht mehr von ihr, aber nach einiger Zeit ist dann daraus eine richtige Beziehung geworden und die sind heute richtig glücklich, die beiden. Deswegen könnt ihr einen lockeren Einstieg, besonders zu Beginn dieses Monats, versuchen und daraus kann dann was richtig Nettes werden. Und dieses Sextil spüren in diesem Monat besonders die Geborenen vom 14. bis 19. Februar. Und das heißt, das sind auch die, die jetzt gleichzeitig den Mondknoten gut stehen haben. Also das ist nochmal ein Grund, jetzt verstärkt auf die Pirsch zu gehen. Aber hier auch nochmal der Hinweis, ich kriege öfter mal Beschwerden, oh, mein Geburtstag ist gar nicht vorgekommen. Also diese Aspekte, die wirken natürlich auf alle Wassermanngeborenen, weil die einfach die Energie beschreiben, die im Moment im Kosmos herrscht, ja. Nur wenn man die natürlich jetzt im direkten Aspekt zur Sonne stehen hat, wirken sie wahrscheinlich stärker oder das tritt mehr in den Vordergrund. Aber es kann ja auch sein, dass ihr andere Planeten an der Stelle stehen habt, die diese Aspekte genau empfangen.
Ne? Dafür, das kann man dann eben mal in einer persönlichen Beratung klären. Gut, damit zu euren aktuellen Konstellationen des Monats. Springen wir nochmal schnell zurück zum Neumond im Mai. 25. Mai abends ist der Neumond in den Zwillingen. Und damit super für euch, denn er steht im Haus der Lebensfreude. Das heißt, für den Juni ist für euch Lebensfreude, Spielen, schöner Sex, viel Sport, alles, was euch halt glücklich macht, was das Herz begehrt, angesagt. Kreative Wassermanngeborene, Musiker, Filmschaffende haben eine sehr schöne Zeit und sollten sich auch wirklich dann den Freiraum dafür nehmen, kreativ zu sein. Es steht unter guten Sternen. Also ist ein super schöner Neumond. Und diese Opposition hier von Saturn auf den Mars, die vielleicht am Anfang noch so ein bisschen bremsen wirkt, die löst sich dann auch langsam auf. Also alles gut für euch. Im Juni, vor allen Dingen zu Beginn des Monats, wie gesagt, wenn die Venus diesen spitzenmäßigen Aspekt zu Uranus bildet. So, und am 1. Juni geht es los mit der Sonne in den Zwillingen, also für euch fünftes Haus, Lebensfreude. Bitte auch ein bisschen Sport, denn der Mars ist auch in den Zwillingen, also faule Nerd-Wassermänner, die immer vor dem Computer sitzen, bitte auch mal bewegen, das wird euch total gut tun. Dann haben wir die Venus, wie gesagt, noch im Widder, noch im dritten Haus für euch, sehr schön für euren Esprit mit dem Internetplaneten zusammen. Genialer Aspekt. Merkur steht im Stier im Haus der Familie, also da wird es auch Gespräche geben oder vielleicht muss da auch mal das eine oder andere geklärt werden. Der Mars in den Zwillingen im fünften Haus, sehr gut für Sex, Sport und Lebensfreude. So, und dann haben wir am 3. zu Pfingsten gleich einen absoluten Top-Tag, also wirklich sensationell schönen Top-Tag für euch, weil wir eben hier diese Verbindung von Venus und Uranus haben, also die Liebe im Zeichen Wassermann praktisch, Uranus, euer Herrscherplanet. Ihr lernt vielleicht jemanden kennen, entweder über das Internet oder über einen Interessenaustausch, übers Lernen, vielleicht aber auch in der unmittelbaren Umgebung, weil das dritte Haus sind auch die kurzen Wege, ja, also vielleicht, wenn ihr Single Mom seid, vielleicht auch einen alleinstehenden Vater über die Schule, ist ja auch die Schule der Kinder, also haltet da mal die Augen offen. Und in Verbindung mit dem Mondknoten, der ja die Chance bringt, einen Seelenpartner zu treffen und in Verbindung mit Saturn, was die Chance andeutet, dass sich aus so einer Begegnung auch wirklich was Langfristiges entwickeln kann. Deswegen Pfingsten, wenn ihr alleinstehend seid, würde ich das so planen, dass irgendwie Luft bleibt, was zu unternehmen, Leute zu treffen, Leute kennenzulernen. Wenn ihr natürlich in einer netten Familie seid, dann solltet ihr mit der Familie natürlich auch was unternehmen. So, 4. Juni. Da geht dann der Mars ins Zeichen Krebs und damit für die nächsten Wochen für euch ins Haus der Arbeit, der täglichen Routine. Kann also sein, dass dann auch eure Jobsituation eine Stärkung erfährt oder dass ihr da auch mehr tun müsst oder auch tun könnt. Dann sehr wichtig für euch ist, dass ab dem 6. die Venus ins Zeichen Stier geht und damit für euch ins Haus der Familie. Das ist also sehr schön, es stärkt Familienbeziehungen und deswegen ist Pfingsten oder überhaupt auch der Monat Juni auch ein guter Monat, um sich um die Familie zu kümmern. Alleinstehende Wassermänner mit Kindern irgendwo, seht zu, dass ihr eure Kinder trefft, ne, solche Sachen. Jetzt steht aber die Venus dabei auch in einem Spannungsaspekt zur Wassermannsonne. Ne, es kann also heißen, dass es jetzt vielleicht in Liebesbeziehungen manchmal ein bisschen hakt. Okay, würde ich mir aber nicht zu große Sorgen drum machen, weil Venus ist grundsätzlich so ein wohlwollender Planet, selbst dann, wenn sie im Quadrat steht und sie hat ja jetzt keine schlimmen, schwierigen Aspekte, so wie im letzten Monat, ist es alles halb so wild. Es kann aber zum Beispiel sein, dass ihr ein Familientreffen vereinbart und das geht dann zu Lasten irgendeiner prickelnden, amorösen Begegnung. Ne, sowas wäre denkbar. Aber das finde ich, kann man, glaube ich, mit leben. Und diesen Venus-Aspekt, den kriegen, das Quadrat also, den kriegen die Geborenen der ersten Dekade bis zum 17. Juni und dann die zweite Dekade bis zum 20. Juni und dann bis zum 4. Juli die dritte Dekade. So, am 7. Juni, auch interessant, geht der Merkur in die Zwillinge, damit auch in euer fünftes Haus, steht euch dann also für Kreativität zur Verfügung und Kommunikation, schöner Austausch, vielleicht auch Liebesgeflüster, ne? Je nachdem. Freitag, der 9., da ist dann der Vollmond und der fällt für euch auch super gut auf die Achse, fünftes Haus,
Lebensfreude, 11. Haus, Freundschaften und Unterstützung, gesellschaftlicher Zusammenhalt auch. Und das kann euch eine Erkenntnis darüber bringen, wie ihr eure Verpflichtungen im Freundeskreis mit euren persönlichen kreativen Interessen in Einklang bringen könnt. Und das kann sein, dass das vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, weil ja Saturn, haben wir ja gesagt, da ist vielleicht auch der eine oder andere Freund, mit dem man mal ein ernstes Wort reden muss, was aber dann auch was Gutes bringt für die Freundschaft. Und wir haben Lilith auch im Haus der Freundschaft. Und das bedeutet, dass euch vielleicht gerade jetzt schräge, neue, interessante Leute interessieren oder dass ihr Freunde kennenlernt, die sich nicht mit euren anderen Freunden verstehen. Lilith wird ja auch assoziiert eben mit Personen, die so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen oder schief angeguckt werden. Aber die können sich jetzt für euch natürlich als interessante Freunde erweisen. Aber ihr müsst das dann eben alles unter einen Hut bringen. Und da wirft der Vollmond dann ein Schlaglicht drauf. So, dann haben wir einen etwas kritischen Aspekt am 15. Da haben wir nämlich die Sonne, auch dann wieder, 5. Haus der Lebensfreude, die dann hier eine genaue Opposition auf dieses Freundschaftsthema wirft. Da müsst ihr halt gucken, ob ihr vielleicht mit einer eher selbstbezogenen Aktion da jemand in euren Freundschaften vor den Kopf gestoßen habt. Oder vielleicht, ob euch versucht, einen Freund auszubremsen. Müsst ihr mal gucken, wie sich das für euch auswirkt. Aber das Gute ist, dass halt, dass beide Planeten, also die Sonne und der Saturn, wiederum in gutem Aspekt aber zur Wassermannsonne stehen. Ja, deswegen werdet ihr das schon hinkriegen. So, dann haben wir einen Top-Tag am 18. für euch. Da steht nämlich die Sonne in einem super Aspekt zu Uranus, zu eurem Herrscherplaneten. Das ist ein sehr guter Aspekt für kreative Einfälle. Und wenn ihr da einen genialen Einfall habt, dann solltet ihr den auch gleich aufschreiben. Denn Uranus hat oft was Flüchtiges und dann, wenn man dann das nicht festgehalten hat, ist es vielleicht schon futsch. Und hier kann es sich dann wirklich eben auch um was mit Sexualität zu tun hat. Vielleicht ist es auch ein Spaß am Experimentieren im Bett. Kann es auch sein, dass euch da eine tolle Idee kommt. Müsst ihr mal schauen. So, dann habe ich noch einen Top-Tag für euch am 20. Da gesellt sich nämlich hier der Merkur noch mit dazu, auch in den Zwillingen. Bildet auch einen schönen Aspekt zu Uranus. Auch das wieder ein Hinweis, dass ihr da besonders gute Ideen und Einfälle habt, die sich halt auch sehr gut sexuell umsetzen lassen. Es kann übrigens auch sein, dass es hier ein sehr, sehr knisternder Internetflirt wird für euch. Am 21. Juni ist ja dann die Sommersonnenwende. Die Sonne geht ins Zeichen Krebs. Und der Merkur geht auch in den Krebs. Und das heißt, ihr habt dann eine Betonung der kosmischen Energie in Richtung euer Jobumfeld oder vielleicht auch ein Gesundheitsthema. Ne? Wassermann-Geborene neigen ja auch manchmal dazu, vor lauter Spaß oder auch vor lauter Arbeit ihre Gesundheit so ein bisschen zu vernachlässigen. Und da habt ihr dann in den nächsten 4 Wochen die Chance, einfach drüber nachzudenken, was ihr vielleicht in eurem Alltag ändern könnt oder ändern wollt, damit das eben auch eurem Wohlbefinden etwas zuträglicher ist. Genau, es kann, also das sind ja auch neue, genau, da kommt ja dann auch der Neumond hin am Samstag, ne, der 24. ist der Neumond und der ist dann eben auch für euch im 6. Haus und das heißt, geht dann auch in den kommenden Wochen drum zu überlegen, wie kann ich da neue Impulse setzen, wenn ihr vielleicht eine schlechte Angewohnheit habt, dass ihr euch die einfach abgewöhnt, eure Gesundheit zuliebe oder irgendwie mal ein paar Wochen den Wein weglassen oder was es auch immer ist. Es kann aber auch sein mit Mars hier, dass es dann im Job viel zu tun gibt, dass ihr euch da stark einsetzen müsst. Genau, das sind die wichtigsten Aspekte für euch. Der Mond läuft dann anschließend am 26. und 27. nochmal durch euer Partnerhaus. Das ist auch sehr schön, verbindet sich hier nochmal mit dem Mondknoten für euch. Auch nochmal eine exzellente Chance, jemand kennenzulernen. Und damit klingt der Juni dann aus für euch. Ja, meine Lieben, wenn ihr eine Beratung möchtet, vor allen Dingen eben auch um zu schauen, läuft vielleicht bei mir der Mondknoten über einen persönlichen Planeten. Der steht ja nun jetzt Löwe Wassermann. Das ist also für euch besonders wichtig und interessant. Oder auch Sonstiges, was ihr brauchen könntet, meldet euch bei mir. Und dann könnt ihr euch mit mir persönlich unterhalten. Und bei der Verlosung geht es darum, dass ihr eine 15-minütige Kurzberatung auch gewinnen könnt, wenn ihr mir einen netten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Oder
auch noch eine Möglichkeit. Ihr bucht einfach mal mein Webinar Antonias Sterne. Auch da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Meine lieben Wassermänner und Wasserfrauen, ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.